8. Oldtimer-Meile in Spelle am Wöhlehof. Schon am Samstagmorgen trafen sich die Oldtimer-Freunde am Wöhlehof, um die ersten Vorbereitungen für die Oldtimer-Meile zu treffen. Am Sonntag um 11.30 Uhr war es dann soweit. So trafen sich alle Oldtimer-Fans von nah und fern bei der Firma Krone am Trainingszentrum. Egal ob Trecker, Motorräder, LKW oder PKW, alles war an diesem Tag dabei. Und kommen mit einem Zwischenstopp um 13.30 Uhr am Wöhlehof in Spelle an. Mein Name ist Frank Westerhoff. Ich heiße euch hier herzlich willkommen zu der 8. Oldtimer-Meile hier in Spelle. Heute sind wir 167 Fahrzeuge sind anwesend. Erstmalig mit einer 50-Kilometer-Ausfahrt, dann eine Lederwerkstatt von der Firma Frank Wiewel, Autosattlerei und Polsterei aus Spelle. Und eine Oldtimer-Werkstatt mit einem Mercedes Ponton während der Restaurationsphase wird ausgestellt. Und am Hölscher Hof erstmalig mit dabei die Firma Krone Landmaschinentechnik. Von alt bis moderne Landtechnik wird da vorgestellt, sowie die Holzschuhmacherei im Hölscher Hof. Und bei Gott sei Dank gutem Wetter heute sind circa bis dato gerade 15 Uhr
1800 Leute hier, was wir gerade so überflogen haben. Und ja, Dankeschön. Shut me up, find me on the highway.